Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer weiteren Folge der Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition Abaddon 2. Wir haben heute ein relativ langes Kapitel vor uns. Ich glaube tatsächlich, war das nicht sogar das längste in der originalen Geschichte? Durchaus möglich. Zumindest haben wir hier auch einige Seiten vor uns. Das muss ja das längste sein. Das ist hier in der geringeren Schriftgröße so groß wie die anderen Kapitel der normalen Geschichte. Normal. Das war komisch ausgedrückt auf Deutsch. In meinen Geschichten mache ich immer Schriftgröße 14, 5 Seiten sind ein Kapitel. Hier habe ich Schriftgröße 12 und das hat trotzdem 5 Seiten. So. Deswegen legen wir auch los, weil es eine Weile dauern wird. Kapitel 10. Im Duna-Büro. Gut. Der Titel ergibt keinen Sinn. Natürlich hatten wir Erfahrung, um uns in der Innenstadt unwohl zu fühlen. Und hofften, dass es dort keine menschliche Seele geben würde. Latios ging etwas weiter, um Silberdorf aus der Ferne sicher zu finden. Wir sind jedoch nur wenige hundert Meter von der Stadtgrenze entfernt und warten auf den Latio-Bericht. Es dauerte nicht lange, bis er in uns eindrang. Alles klar, ist notiert. Leider haben wir auch darauf gewartet. Auf dem Stadtclip gibt es eine Menge... Ich kann jetzt schon nicht mehr lesen. Auf dem Stadtplatz gibt es eine Menge Zoroastrianer, die alle auf unsere Ankunft warten. Was ist mit diesen Tagen? Als Hydropi vorschlug, wir wüssten nicht, wie wir dorthin gelangen sollten. Gib dich der Menge hin. Ja, ich sehe nur einen Weg, um das Portal zu erreichen. Ich werd's vermeiden. Wenn sie beschäftigt sind, gehst du zum See und gehst zum Portal. Wenn ich sehe, dass du die Insel erreicht hast, werde ich es tun. Ich werde dir folgen. Wir alle waren kritisch. Wäre ich auch, bei einem Plan, bei dem ich kein Wort verstehe. Aber wir wussten, dass wir keine Wahl hatten. Latias und Latios waren besonders groß. Sie würden Angriffe mit großem Radius nicht vermeiden können. Gunther und ich waren diejenigen, die letzte Schlacht führen würden. Und so blieb nur Hydropi übrig. Also ging unser Plan in die Tat um. Hydropi versteckte sich wenige hundert Meter von den Dachrinnen entfernt und zerstörte seine Äste. Wie wir geplant hatten, stand Zoroaster sofort auf und ging in die Gärten, um nach Hydropi zu suchen, der tatsächlich dort war, als wir noch dort waren. Wir stiegen allmählich zum Grab auf. Aha, wo habt ihr jetzt schon wieder ein Grab her? Ich will euch nicht hinterfragen, aber wir haben es nicht gesehen, als wir aufgestanden sind. Zero umarmte uns. Alter, der Typ ist doch sonst nur am Smash Bros. Content kreieren. Oder meint ihr jetzt den aus der Kirby-Reihe? Nee, andererseits, der hat keine Arme. Wir sind so lange weg, dass sie uns nicht mehr schlagen können. Früher standen wir am Strand und meine Freunde warfen ihre Hände ins Wasser, als ich einen Fehler machte. Ich habe Angst vor dem Springen, hauptsächlich, weil ich ein Feuer-Pokémon bin. Ich war der Letzte, der meinen Job gekündigt hat. Hashtag Arbeitslosengelder. Und ich wurde gewarnt, dass ich nicht wirklich so sein würde. Der Verkäufer war immer stärker, sodass ich nicht mehr mit Schwierigkeiten und Schwierigkeiten gehen konnte. Als Latios die Höhle erreichte, sah ich, wie ich den anderen folgte. Nach den Lateinern gingen Günther und Hydropi, nur noch ein paar Meter entfernt, weitere 3 Meter, 2 Meter, fast fertig. Aber wenn die Welt so behandelt werden würde, hätten wir niemals die ganze Situation angewendet. Ich war direkt vor der Höhlentür, konnte aber keine Fortschritte machen. Ich habe mich sehr bemüht, den nächsten Meter hinter mich zu bringen, aber bin aus der Luft gekommen. Das warst du schon lange, du bist unter Wasser. Nach einer Weile wurden meine Augen schwarz. Alles klar, Alter. Das ist ganz natürlich. Umso weniger Luft man bekommt, umso eher ändert sich die eigene Augenfarbe. Oder so. Weiß nicht.
All meine Freunde wurden in einer dunklen Parallelwelt verhaftet. Und die einzige Hoffnung ist, zu den Erfahrungen zurückzukehren, die nur ich weitergeben kann. Sie wurden jetzt dort verhaftet und ich musste bleiben. Mein Zögern führte zum Ende der Welt. Sehr schön, die Geschichte ist mal wieder rum. Und Alter, könnt ihr mal aufhören, hier auf Discord zu spammen? Ich habe hier gerade meine Montage, die gerade prämiert hat, geteilt. Und jetzt spammen die hier die ganze Bullshit-Kacke rein, Alter. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, bevor ich wieder aufgewacht bin. Ich befand mich wieder in einer Zelle in einem anderen Raum, fast völlig dunkel. Ein paar Minuten, bevor meine Augen durch die Dunkelheit gehen wollten, sah ich auf der anderen Seite der Bar eine alte Identität. Alles klar, Alter. Floink hat wohl Alkoholprobleme. Erstmal saufen gehen. Den Verräter Nick Schossma. Dieses Pokémon schien im Gegensatz zu mir sehr außerhalb seiner Situation zu sein. Also bist du noch am Leben. So sei es. Digga, nicht wieder Alman Crossma. Ich muss sagen, dass dein großer Plan wirklich mit Würde funktioniert hat. Deine Freunde sind in dieser dunklen Welt voller allerlei gewalttätiger Wege in diesen Zeiten, dass du uns heutzutage jeden Tag hinterher wirfst. Was ist denn mit Alman Crossma am Start? Der Typ, der muss einfach vorkommen und schon wird Alman-Modus activated. Aber auf höchstem Level. Gesegnet bist du. Aber du kannst dich glücklich schätzen. Aus irgendeinem seltsamen Grund wollte der Meister nicht, dass du dir einfach selbst verzeihst. Frag noch einmal. Ich war nicht glücklich, einen Dialog für Pokémon wie ihn zu beginnen. Ich sah unter dem Garten hervorkommen. Als er die Tür schloss, war es völlig dunkel. Aber obwohl die Situation nicht gut war, war es eine gute Sache. Finde den Fehler! Was? Obwohl die Situation nicht gut war, war es eine gute Sache. Also was jetzt? War es gut oder war es... Ich find's super. Kannst du nächstes Mal noch ein bisschen lauter brüllen? Man sieht den Ausschlag schon. Man hört dich perfekt. So. So, jetzt muss ich wieder den Textort finden. Wenn ich etwas weitergehen könnte, könne ich in die dunkle Welt gehen und unser Plan würde wieder funktionieren. Nur wie? Ich verbrachte Stunden damit zu planen, wie ich entkommen würde, aber es schien so dunkel in dem Raum, in dem ich eingesperrt war. Ich konnte nichts finden und ohne ein kleines Getränk würde es ewig dauern. Warum? Er ist immer Red Bull. Ach klar, er braucht eine kleine Red Bull, weil Red Bull verleiht Flügel und dann fliegt er einfach raus. Wenn ich andererseits ein wenig aus meiner Zelle herauskommen könnte, müsste ich aus der 8. Ibi-Festung fliehen. Was fast unmöglich war. Es gibt eine Reihe von Seerock an jedem Ort und in jedem Korridor. Als ich noch einmal nachdachte, hörte ich ein lautes Geräusch aus den Höfen oben. Es gab viel Lärm und es gab viel Lärm. Jetzt mal im Ernst. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie die Texte in YouTube-Kacke entstehen. Es gab viel Lärm und es gab viel Lärm. Genius und ich, jetzt mal im Ernst. Mir wurde hier geschrieben, dass wem eine bestimmte Szene meiner Montage gefallen hat, die muss ich jetzt mal kurz raussuchen und gucken, welche er meinte. 27. Die da von allen? Echt? Das war eine der langweiligsten, finde ich. Vor allem lag es einfach daran, dass der Gegner scheiße war. Sekunden später öffnete jemand die Kellertür. Was ich erst vor wenigen Stunden als Gratwanderung gesehen habe, habe ich jetzt kaum noch die Augen geblendet und musste zu mir zurückkehren. Nick Crossma betrat sofort den Raum und trieb eine Kreatur vor sich her. Er umarmte es. Das bezweifle ich. Valkmovedi. Aha, jetzt kennen wir den Namen der Zoroark-Kreatur.
Walkmovedi. Okay, es soll Walkmovedi oder so wahrscheinlich gesprochen werden, aber du bist ein nutzloses Experiment. Derjenige, der mit seinem Meister unzufrieden ist, wird bekommen, was er bekommt. Alter! Ich sag doch, das ist YouTube-Kacke! Du wirst von niemandem mehr gebraucht. Er ließ den Liebhaber in einer Zelle hinter mir, die ich vorher noch nicht gesehen hatte. Bevor Nick Crossmer ging, konnte er nicht anders, als einen schlechten Kommentar abzugeben. Egal wie glücklich sie sind, sie haben eine der dunkelsten Welten gewählt. Solange sie sich hier nicht ärgern müssen, ohne erneut in die Welt ihrer Wahl einzutreten. Nachdem dies gesagt war, verließ er den Raum. Also, das musste auch gesagt werden. Ich habe lange gewusst, dass ich diesen Ort schon einmal gesehen habe, aber ich wusste nicht, wo er war. Der Ort. Er sah nicht aus wie ein normales Pokémon. Das wundert mich tatsächlich eher weniger. Genau wie ein Mutant. Er sprach mit mir, bevor ich es wusste. Nicht in normalen Sätzen, aber ich verstand die Bedeutung seiner Gedanken und Bemerkungen. Du schwebst? Ich war erstaunt, dass sie meinen Namen kannte. Was? Okay, der Charakter heißt gar nicht Floink. Er heißt offensichtlich Schwebst. Ja, das bin ich. Woher kennst du meinen Namen? Als sie antwortete, war es wie Stücke vor meinen Augen. Ich habe oft gehört, dann als wäre mein Körper. Ich hatte Angst. Ich find's super, wie der Charakter schon im Original komplett unverständliches Zeug labert. Hier ist es noch besser. Es war seltsam für mich. Pokémon, ich bin angekommen. Ich habe angegriffen. Ezip Pokémon aus Angst. Dann hast du, ich habe aufgehört anzugreifen. Ich hatte Angst vor Innovation. Das klingt ja fast wie ein Boomer. Ich bin weggelaufen. Er sagte, er hat es gehört. Dein Name, renn hinein. Auch die dunkle Menge redet oft, deine Freunde und du. Als ich Bulbasaur traf, war es die Armut, die mich herausholte. Oth. Ich wünschte, ich wollte dich nicht erschrecken. Nix Schlimmes, nur ein Schock, nix tat weh. Es war ein bisschen schwer. Dann ist es ja wie ich. Aber mir wurde klar, dass es genau das Gleiche war, wenn es nicht so aussah, als wären sie Freunde. Und du kannst gut mit ihm reden. Wir fingen an zu reden. Und warum bist du hier? Ungefähr vor einem Jahr, die dunkle Menge. Ich hab's gesehen. Ich hab ein Angebot gemacht, für mich vor Pokémon wegzulaufen. Wo ich's gegeben habe. Körper. Jetzt. Vor ein paar Tagen habe ich getroffen und gekämpft. Das gleiche Pokémon habe ich nicht. Die dunkle Menge hat mich gerettet. Schlimmer. Dieses Pokémon, das mir gab Körper, rechte Hand, dunkle Masse. Ich find's cool. Der Text ist, glaube ich, tatsächlich das Nächste, was wir zum Original bisher hatten. Und trotzdem versteht man kein Wort. Vor allem, das ist so eine Sache, wenn es die dunkle Macht noch gäbe, ich würde das so weitermachen, die dunkle Masse zu nennen, Alter. Ich wurde verhaftet, weil ich ungehorsam war, weil ich nichts tue, meine Pflicht. Ich fing an zu verstehen. Als ich Bulbasaur vor dieser Existenz rettete, wusste ich nicht, was es war oder woher es kam. Aber jetzt verstehe ich, es war Nick Crossmas Schuld. Wenn ich damals nur dachte, dass ich sauer auf ihn war, als klar wurde, dass er nicht der Dunkelheit schuldig war. Dieses Pokémon sah nichts, wofür es sich zu sterben lohnt. Das ist doch schön. Zu der Zeit wollte ich mir keine Sorgen machen, warum es für mich so bequem war, mich über unsere Erfahrungen besonders zu ärgern. Ich erzählte ihm die Dinge, die wir gesehen und erlebt hatten. Von Freunden hatte ich gesehen, aus vielen neuen Perspektiven. Erst in diesen Stunden wollte ich wissen, wie reich ich war. Ich bin reich und ich scheiß auf alle. Besonders als das Interessanteste herauskam, als ich über den G Leerzeichen unter, aber das U hat so ein Dach, sage ich mal, ne?
Ich kann Zeichen benennen, so ein Dach drüber. Ich nenne es jetzt Geunter. Und Lord Ecke gegen die dunklen Mächte sprach, kam Nick Crossmore und schnitt meine Gedanken. Oh, die Aussicht ist so schön. Zwei fehlgeschlagene Experimente wie die anderen. Boah, ich sag's, wie es ist. Ich finde, Nick Crossmore ist persönlich für mich vielleicht einer der bestgelungensten Charaktere der Walross-Edition. Als sein Protagonist war er, finde ich, ein bisschen arg generisch. Aber als Antagonist ist er einfach ein Arschloch. Und das ist schön. Wenn du so redest, lernst du, dich anders zu halten, was du wirklich bist, Nick Crossmore. Ich bin erstaunt, wie du so leicht unter der Dusche einschlafen kannst. Alles klar, das ist schön. Ich habe in meinem Leben keinen Fehler gemacht. Körpermasse ist nicht meine Schuld. Das war das ganze gute Essen. Das war mein Leben in zwei Sätzen zusammengefasst. Wenn es hier wäre, könnten sie Latinos fragen. Und ich bin direkt davon überzeugt, dass einer von ihnen klug genug ist, auf die Schafe ihres Lebens zu hören. Solange Pokémon eine Chance gegen Gott wie die Dunkelheit hat. Das ergibt wieder keinen Sinn. Als Nick Crossmore und ich wütend auf unseren Kopf waren, brach Zoroastra problemlos zusammen und saß ruhig da. Als Nick Crossmore letzte Woche verschwand, fühlte sie sich plötzlich glücklich. Als ich gefragt wurde, was an der aktuellen Situation so erstaunlich ist, hat mich das auf modernste Weise überrascht. Nick Crossmore, ich weiß nicht. Ich die Fähigkeit seiner Fähigkeiten mit den Gasen. Aha. Ich will jetzt nicht wissen, dass ich jetzt weiß, in welchem Jahrzehnt Nick Crossmore gelebt hat, aber 1940. Ich das Licht an einem Ort, als du gestritten hast. Heute Abend, wenn drin, sei draußen ruhig. Ich zünde ein Licht in der Zelle an und du brennst. Dann so stark, um ein Muller zu sein. Was ist ein Muller? Ich kann nichts anderes tun, als überrascht zu sein. Also haben wir spätabends gewartet. Da wir das oben nicht gesehen haben, haben wir ein paar Minuten gewartet. Dann haben wir unseren Plan aufgeführt. Es hat alles perfekt funktioniert. Meine Leidenschaft im Leben selbst war nicht genug. Um dich so schlau aussehen zu lassen. Ja, um mich schlau aussehen zu lassen, muss man viel schaffen. Oder sich meine Carol-Montagen angucken, da habe ich 8000 IQ. Aber in der Zwischenzeit sah die Situation mit dem Licht des kombinierten Lichts anders aus. Wir hatten nur genug Licht für eine der Zellentüren, also schmolzen wir die Balken an der Tür meiner Zelle und ich kam, um die Ausweise für die andere Zelle, die an der Wand steht, zu entfernen, um die Ausweise zu geben. Wir sind also ohne Problem direkt davongekommen. Es war wie Mitternacht, als wir endlich vor dem gesamten Spiegelsee anhielten. Wir wussten beide, was heute geschah. Jetzt mussten wir es vermissen. Ich musste in die dunkle Welt, aber Zoroaster konnte wegen seiner Struktur nicht schwimmen. Es war ihnen also nicht möglich, zusammenzukommen. Also, ich denke, es ist Zeit, sich von der Demonstration zu verabschieden. Du richtig, aber an einigen Stellen werden wir dich. Wir sehen uns wieder, Floink. Einerseits war das Wetter schön. Der rote Mond, der seit langem als dominierende Kraft im Dunkeln gilt, erschütterte den Spiegelsee. Es war eine schöne helle Farbe, aber nicht zu hell zugleich. Es gab eine angenehme Wendung. Trotzdem fiel es mir schwer, mich von meinem modernen Freund zu verabschieden. Ja, wir werden uns wiedersehen. Wie dunkel. Die Menge verschwindet ein für alle Mal. Was du zu einer bestimmten Zeit machst? Ich erhielt eine sofortige... Was ist mit mir los? Ich erhielt eine sofortige, eindeutige und eindeutige Antwort. Ihr habt's gehört. Sie ist sogar eindeutig. Nichts, genau wie sie. Ich muss ihnen vielmals für ihren Erfolg danken. Ich wollte, dass sie beide aus ihren Händen entkommen, aber der Meister war dagegen. Aber auf diese Art Flucht können sie sehr leicht Gewinn machen, wenn du noch nichts wusstest. Ja, das hat Karl Essig wohl auch gelernt. Ich meine... Nick Crossmore, unser Verräter, war uns gefolgt und stand nun an der Mündung des Berges. Wo ist dein Berg? Du, verschwinde jetzt von hier.
Du kannst uns von hier aus nicht verletzen. Wir sind größer und stärker als du. Ja, Flank ist größer als Nick Crossmas. Seems legit. Aber wenn du kämpfen willst, folge einfach. Meine neue Freundin kann das kaum fragen. Sag mal, was ist mit Gender Swapping in der Geschichte los? Am Ende renne ich weg von ihnen. Nick Crossmas sah nicht verängstigt aus. Würde ich bei der Aussage auch nicht. Am Ende renne ich weg von ihnen. Als ob sie es wirklich brauchte. Also willst du dich wirklich auf mich einlassen? Hast du ein Beispiel für deinen Bulbasaur, Floink? Willst du diese Art der Erneuerung? Mit solch einer dummen Frage überschritt er alle Grenzen, die für mich existierten. Wie ich vor langer Zeit erwähnte, war ich in Pokémon sehr ruhig. Aber so sehr ich mich für Nick Crossmas und Bulbasaur interessierte, war meine Geduld nach den jüngsten Ereignissen sehr schnell gebrochen. Ich hob nur meinen Kopf zu ihm, aber eine Art Hindernis stand vor mir. Ihr zwei habt eine astronomische Ebene geschaffen. Ihr seid gemartert worden. König von Twitter. Was? Nick Crossmas ist der König von Twitter. Er ist der wahre Influencer-König. Dies ist mein besonderes Detail. Dies führt zusammen mit der Kraft des Meisters zu einer Meisterkraft. Eine Kraft, die nur vom Meister überfunden. Was? Ich will diesen Satz vorlesen. Dies führt zusammen mit der Kraft des Meisters zu einer Meisterkraft. Eine Kraft, die nur vom Meister überwunden. Was? Dieser Satz, ich finde den gerade irgendwie so geil. Einfach wie das beschrieben ist, jetzt mit Meister und Kraft. Nochmal. Dies führte zusammen mit der Kraft des Meisters zu einer Meisterkraft. Eine Kraft, die nur vom Meister überwunden werden kann. Dieses Mal wird ein unwilliges Pokémon die Macht nicht besiegen. Ultra Nick Crossma Drachenmädchen. Ah ja. Plötzlich ging die Schwärze in seinem Körper von links nach rechts. Eine Reihe reiner Milch, die andere reines Licht. So entsteht Ultra Nick Crossma aus Licht und aus Milch. Das heißt, Ultra Nick Crossma ist Gift. Den Titel muss ich mir merken, Alter. Wisst ihr was? Eine Sekunde, ich darf den Titel definitiv nicht vergessen, deswegen hole ich mir jetzt einen Kugelschreiber. Ihr hört mich trotzdem perfekt, weil ich wie ein schlauer Mensch ein Headset auf habe und das Mikrofon damit an meinem Schädel klebt und nicht am Laptop, anders als früher. Oder die guten alten Zeiten, als es nicht gut war. Und da schreibe ich mir jetzt mal auf Ultra Nick Crossma. Ab zum Schreibtisch. Ultra Nick Crossma ist Gift. Ausrufezeichen. Alter. Hier, das ist wirklich das Format, in dem ich sehr tolle Dinge tue. So. Ich habe mir jetzt schön während der Folge Notizen gemacht, damit ich den Titel für die Folge nicht vergesse. Nick Crossma ist eine Transformation, die Pokémon noch nie gesehen hat. Lord Ecke und Latias und Günther, den habe ich überlesen. Aber die Ultra-Nekrose, mit der wir konfrontiert waren, war von da an anders. Es war Ultra-Nekrose sündig. Die Kraft des Lichts im Vergleich zu der der Dunkelheit. Sein Aussehen war in Günthers Beschreibung sehr unterschiedlich. Eine dunkelblaue Ultranekrose, deren Augen von rotem Blut gerötet waren. Aktuell jetzt. Kämpfe für die wahre Macht des Königs. Schlagzeilen, Bitches. Den letzten Satz habe ich dazu gedichtet. Es gab eine andere Bedeutung. Nachdem sie seinen Körper aufgehoben und einen Verräter ausgewählt hatten, kämpften sie gemeinsam gegen das dunkle Königreich des Lichts. Was? Ich denke, es ist an der Zeit, sich an meinem positivsten Freund zu rächen.
Wir mussten Ultranekrosma mal besiegen. Dies wird die dunkle Kraft schwächen. Und meine dunkle universelle Reise wird keine Überraschung mehr sein. Aber es war klar, dass ich selbst glücklich in diesen Kampf verwickelt war. Anfangs war ich sehr jung, aber nur am Anfang des Kampfes. Und dachte, ich könnte mich nicht für etwas entscheiden, das eine der dunkelsten Welten ist. Andererseits, wenn das der Fall wäre, hätte meine kleine Kraft in ihm, Zoroastra, der Kraft von Nekrosmas Antriebsstrang, nicht nahe gekommen zu sein. Fragt mich nicht, was dieser Satz bedeuten soll. Es fiel mir schwer herauszufinden, wie stark er zu dieser Zeit im Kampf gegen Günther und Lord Ecke war, obwohl Pokémon ihn normalerweise hätten fangen können, wenn sie alle drei gewesen wären. Dann war seine derzeitige Stärke wahrscheinlich sehr stark. Tatsächlich, ja, ich weiß gar nicht, wie du da drauf kommst. Außerdem ist Nekrosma so aufgewachsen, dass wir normalerweise keinen solchen Vogel dort hatten, um seinen Angriffen auszuweichen. Dazu braucht man tatsächlich keinen Vogel. Unsere Angreifer haben vielleicht auch einen Schuss abgegeben. Schützen Sie die Verteidigung vor Nekrosma, damit kein Schaden sichtbar wird. Auf diese Weise griff er mächtig an und so blieb der Schaden auf unserer kleinen Seite. Ich kann nicht mehr kämpfen. Nekrosma scheint... Gut. Ich muss mal eine Liste führen. Welche Charaktere haben bisher noch kein Gender Swap in diesem Projekt bekommen? Nekrosma scheint ihr Ziel erreicht zu haben. Er wird niemals die Strafe erhalten, die ihm gegeben wurde. Oh, das wird er noch, wie ihr alle hoffentlich wisst. Nekrosma hat eine Strafe erhalten und eine neue Chance. Die Macht der Dunkelheit wird diese Welt vollständig zerstören. All meine Freunde werden in einer perfekten fremden Welt leben und nie wissen, was mit mir passiert ist. So verstand Zoroaster, dass ich fertig war. Sie tat dann so, als hätten weder ich noch Nekrosma es erwartet. Ja, jetzt tut's so. Oh, ihr habt das nicht erwartet, Bitches. Mit einer beispiellosen Kraft. Stimmt. Jetzt ist die Frage, ob ich mich darüber aufregen kann, dass hier wer geworfen wird. Weil hier wird im Original schon wer geworfen. Mit seiner beispiellosen Kraft warf er mich in die Luft, als wäre es einfachste der Welt, und warf mich mit großer Kraft in den See. Durch die Kraft seines Sees wurde ich in die Tiefe des Wassers geworfen. Aber jetzt, ihr müsst auch das Wort werfen hier gleich extra ganz oft betonen, oder? Sodass ich nicht einmal zwei scharfe Sterne fing, bis ich das Portal in der dunklen Welt betrat. Dieses Mal habe ich ihn eingeholt, aber ähnlich, wenn es keine andere Wahl gab. Ich wusste, dass mein neuer Freund im Moment nicht mehr lebte, als ich mich ins Portal warf. Ihr braucht die Szene jetzt nicht als Ausrede zu nehmen! Drehte sich die ganze Welt um, bevor alles klar war. Fast eine halbe Stunde, was für eine Folge. Und ich bleibe dabei, dass wir zwei große Highlights in dieser Folge hatten und beide unfassbar nah aneinander. Nämlich den aus Milch und Licht geschaffenen Ultranekrosma. Ultranekrosma ist Gift. Anniversen 3, denn gleichzeitig ist dieses Gift auch der König von Twitter und hat dazu noch die Kraft seines Meisters, also eine Meisterkraft, eine Kraft, die nur von seinem Meister überwunden. Ich verstehe nicht, warum dieser Satz so lustig ist. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo auf diesem Kanal da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschö mit ö.